guten Tag, herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe diesmal von LöwenTV. Wir stehen heute hier zu dritt. Den Uwe Wolf brauche ich nicht vorstellen, aber den Herrn hier rechts neben uns. Uwe, Neuzugang beim KSV Hessen-Kassel, Christian Henel, herzlich willkommen. Warum Christian Henel und was ist das überhaupt für ein Typ? Das ist ein guter Typ, ein guter Fußballer, schon seit mir ihn nicht verpflichtet. Ich kenne Christian noch aus seiner Zeit in der Jugend beim 1. FC Kaiserslautern. Und hat einen guten linken Fuß und ich stehe auf Linksfüßer und hat eine gute Körpergröße. Und von daher kann er uns auch da weiterhelfen. Christian Henel ist Stürmer. Wie viele Buben rechnest du ja aus gegen Hoffenheim? Ja gut, da wollen wir ihn mal nicht unter Druck setzen, sondern wir müssen ihn peu à peu aufbauen. Aber da bin ich mir sicher, wird er seine Qualitäten einbringen. Christian, herzlich willkommen in Kassel. Du bist ja schon ein paar Tage hier, hast dich fit gehalten. Wie siehst du die Mannschaft? Die hast du jetzt kennengelernt und freust dich hier auf deine Aufgaben in Kassel? Auf jeden Fall. Die Mannschaft hat mich sehr herzlich aufgenommen. Alles geklappt, alles super Kicker, auch super Menschen. Wir haben auch viele unternommen neben dem Platz. Also wie gesagt, ich kann mich nicht beschweren. Auch viele Gespräche gehabt mit dem Trainer. Der hat mich auch ein bisschen beruhigt. Hat jetzt auch ein bisschen länger gedauert. Aber ich bin froh, dass es geklappt hat und ich hatte den Rückhalt vom Trainer und bin auch sehr dankbar. Und wie gesagt, die Mannschaft ist top und ich bin froh, hier zu sein. Ja, und man hat gemunkelt, dass es, du dir hast auch schon schmecken lassen hier und schon die eine oder andere Wette, Schusswette gegen den Trainer gewonnen hast. Ja, das will ich auch gar nicht so weit ausweiten. Das ist eine Sache zwischen dem Trainer und mir und das, so soll es auch bleiben. Ja, aber motivierend ist das schon, wenn auch mal so ein paar kleine Späße nebenbei gemacht werden, oder? Natürlich, das gehört dazu. Ich meine, hauptsächlich ist es Arbeit, aber die Arbeit, die macht dann nur Spaß, wenn Freude dabei ist. Und wie gesagt, das ist eine Sache zwischen Trainer und mir und das freut mich, dass ich gewonnen habe. So viel sage ich dazu. Alles klar. Vielen Dank, Christian Henel. Erstmal an der Stelle. Jetzt gucken wir noch auf das Spiel. Hoffenheim, Erster gegen Zweiter, das ist natürlich ein Kracher heute am Samstag. Ja, warten wir mal ab, ob es das erwartete Spitzenspiel gibt. Ja, ich denke mal, es wird viel auch unter dem taktischen Gesichtspunkt ablaufen. Hoffenheim hat eine super Offensive, haben 23 Tore gemacht. Da heißt es erstmal gut gegen den Ball zu spielen und darüber hinaus mal schauen, was nach vorne geht. Wir sind alle gespannt. Das Spiel wird jetzt dann gleich losgehen. Die Szenen hier jetzt natürlich aufgezeichnet am gestrigen Freitag. Wir wünschen viel Spaß beim Live-Ticker und drücken natürlich dem KSV jetzt gegen Hoffenheim fest die Daumen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis nächste Woche.